Ja, hab keine Angst, ich bleibe bei dir. Schönen Dank für das Zusingen dieser Gewissheit, die uns das Wort Gottes auch mitgibt. Ja, wir machen weiter in unserem Themenbereich. In der Kampfbahn des Glaubens, heute geht es um diesen Unterpunkt mit der richtigen Einstellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es um diesen Begriff Einstellung geht, haben wir ja sehr gemischte Gefühle, auch sehr gemischte Intuitionen und Tendenzen. Es geht schon los, wenn ich so die gestrige Nachrichten reflektiere, dass es Einstellungen gibt in Polen zum Beispiel gegen die Abtreibungspolitik der Regierung. Die war ziemlich massiv, ziemlich eindeutig. Es wurde sogar behauptet, das würde ich mal offen lassen, ob das immer so stimmt, was da in den Nachrichten uns vermittelt wird, dass die größere Menge der Polen gegen diese Gesetzgebung ist. Das ist eine Einstellung. Eine Einstellungsfrage. Genauso gut könnte man jetzt in unseren Bereich reingehen, wo sind wir dagegen? Wir haben Gruppen, die sich hier formieren gegen bestimmte Entwicklungen, auch in unserem Bereich, Einstellungen, die ich habe und die ich umsetze. Aber es geht bis in den kleinen Privatbereich hinein. Welche Einstellung habe ich zu meinen Nachbarn, zu meinen Mitmietern zum Beispiel? Welche Einstellung zu meinen Mitarbeitern, zu meinem Vorgesetzten und. Wir könnten das jetzt x-beliebig erweitern und die halbe Stunde Predigt wäre beendet. Und wir werden an dem Punkt, wo wir sagen würden, okay, es gibt unterschiedliche Einstellungen. Schön, dass es so ist. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um was ganz anderes. Wir werden wieder aus dem Hebräerbrief einen Text uns anschauen. Und wenn wir diesen Text lesen und dann reflektieren, miteinander uns im Detail anschauen, auch die Frage stellen, was wollen wir eigentlich erreichen? Was sind die Ziele, meine persönlichen Ziele in Bezug auf dieses Thema Glaube, Kampfbahn des Glaubens? Und wir wissen selber, dass unsere Motivation oder auch unser Erfolg davon abhängt, welche Einstellung ich zu bestimmten Dingen habe. Wenn ich zum Beispiel an bestimmte Punkte denke in meinem Leben, dann weiß ich ganz genau, dass ich bestimmte Ziele nicht erreicht habe, weil die Motivation gefehlt hat. Und auch vorher schon die Einstellung zu diesen Zielen, was soll das? Mein altes Thema Schule, das immer wieder in der Richtung dann sichtbar wird, aber auch in vielen anderen Bereichen. Ich hatte keine gute Einstellung zur Schule. Meine Einstellung war, was ich schon weiß, muss ich nicht noch lernen. So in der Richtung, ob dann erst später kapiert, dass ich vieles nicht wusste, was die da vorne erzählt haben und uns beibringen wollten. Das war aber, war Nachholbedarf. Okay, das kam dann auch, Gott sei Dank. Aber die Einstellung war schon ausreichend, um keine Motivation zu haben, in die Schule zu gehen, Hausaufgaben zu machen, etc., etc. Und so ist auch im Glauben. Und wir merken jetzt, wenn wir jetzt einige Verse lesen, Hebräer 12, Abvers 15, wie die Einstellung zu einer bestimmten Sache sehr entscheidend sein kann. Und heute geht es um Glauben, nicht um das Thema, wie stehe ich zur Schule, wie stehe ich zur Arbeit, wie stehe ich zu meinen Nachbarn und wen auch immer, das spielt keine Rolle. Die wird daraus vielleicht auch verändert, meine Einstellung, aber darum geht es in erster Linie nicht. Aber hören wir zunächst einmal auf den Text. Ich zitiere wieder nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Das war Fakt. Er vergoss bittere Tränen. Was fehlte diesem Mann? Was fehlt uns vielleicht? Haben wir vielleicht sogar manchmal, um jetzt gleich von diesem Mann
Ehe es nochmal abzulenken, auf uns zu kommen, haben wir schon vielleicht manchmal auch Dinge verschleudert, zu Billigpreisen. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, ich habe schon manchmal Dinge verkauft oder weitergegeben, wo ich im Nachhinein denke, oh, hätte ich es dann noch ein bisschen behalten, dann wären sie im Wert gestiegen. Es geht um Münzen, es geht um andere Gegenstände, wo ich einfach gedacht habe, was soll ich damit, die liegen da rum, verkauf sie. Jetzt nach 5 oder 10 oder 15 Jahren sogar, muss ich sagen, eigentlich war es dumm, das zu machen. Denn die sind jedes Jahr im Wert gestiegen, diese Dinge. Und wenn ich das Geld nicht gebraucht habe, es war damals so, warum habe ich sie damals schon verkauft? Man verschleudert Dinge, manchmal unter Wert. Ich weiß um Leute, die Grundstücke verkauft haben, eigentlich zu guten Preisen, aber so unter Wert, trotzdem unter Wert, dass sie sich im Nachhinein geärgert haben, dass sie viel, viel Geld verschleudert haben und irgendeinem Spekulateur in die Hand gegeben haben, der jetzt einen riesen Reibach draus macht. Was fehlt uns da? Was verschleudern wir manchmal? Oder auch das Gegenteil, dass wir am Flohmarkt irgendwelche Schnäppchen machen und Dinge kaufen, die wir schon lange gesucht haben und zu günstigen Angeboten bekommen. Das Verschleudern ist eine Sache, die nicht selten passiert, dass wir Dinge sausen lassen, dass wir vielleicht manchmal zu spät kommen, dass wir zu lange warten, dass wir vielleicht manchmal einfach am Zögern sind und dieses Zögern reicht aus, um dann im Internet eben das, was dort angeboten wurde, doch nicht mehr zu kriegen, weil irgendeiner uns zuvor kam. Das gibt es doch, weil wir zu ängstlich sind, zu apathisch, zu oberflächlich vielleicht sogar. Oder auch, wie ein Esau, falsche Prioritäten setzen. Und ich bitte uns von ganzem Herzen, lachen wir nicht über Esau. Denken wir nicht, wie kann man so blöd sein, auf Deutsch gesagt, um es mal herb auszudrücken, wie kann man so blöd sein, so etwas zu tun, dass man das Wertvolle an Erstgeburtsrecht, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was es bedeutete und auch heute für uns bedeutet, so einfach für ein Linsengericht, habe ich noch nie verstanden, ich als Michael Höher, dass man für ein Linsengericht den Segen abgeben kann. Für ein Schnitzel mit Pommes vielleicht, aber nicht für ein Linsengericht. Ja? Da geht schon los. Ja, dafür nicht, aber für was anderes vielleicht. Ja? Merken wir? Bitte lachen wir nicht über Esau. Wir werden gleich merken, wie schnell wir in das gleiche Fahrwasser reinkommen wie dieser Mann Esau, der etwas ganz massiv Falsches gemacht hat, das sein Leben auf Dauer verändert hat. Und zwar negativ verändert. Und er hat es am Anfang gar nicht gemerkt, erst als es zu spät war, im wahrsten Sinn des Wortes. Erst als er das wieder zurückhaben wollte, was er nicht mehr kriegen konnte. Und ich kann gleich schon darauf hinweisen, das, was hier in manchen Versen als Buße steht, ist nicht Buße in der Form, wie wir sie verstehen, sondern dass er hier einen Druck ausüben wollte auf seinen Vater, aber selber keine Einsicht hatte. Biblische, echte Buße bedeutet auch, dass ich Erkenntnis meines Mangels habe, dass ich merke, ich muss um 180 Grad mich drehen. Das war bei Esau nicht der Fall. Nur als kleiner Hinweis schon im Vorfeld, weil das bei manchen so steht. Ich habe es zwar jetzt auch gerade anders vorgelesen, es wird auch in den Übersetzungen manchmal anders formuliert. Dieses Umdenken, dieses eigentliche veränderte Leben, diese Umkehr zu praktizieren, das gelingt nicht jedem, weil man manchmal in einem Fahrwasser ist. Und wir werden merken, dass wir in unserem Leben eine gesunde Ausgewogenheit brauchen. Das heißt, dass wir lernen, auch geistlich gesehen, keine Einseitigkeit zu praktizieren. Dass wir eine gesunde Ausgewogenheit haben. Ich habe da so ein paar Gegenüberstellungen mal gemacht, einfach um uns das zu zeigen, worum es da geht. Und da tun wir uns manchmal schwer und dadurch verwerfen wir Dinge, die wichtig sind. Auf der einen Seite kann es sein, dass wir ein Christsein führen wollen oder führen oder tendenziell haben, indem es das Thema Freude in Christus das absolut Geniale ist und das, was damit zu tun hat, und vergessen dabei, dass auch das Leben mit Christus mit Ernst verbunden ist. Oder umgekehrt. Also nochmal. Das eine wie andere ist falsch. Beides ist falsch. Wenn ich rumlaufe,
wie der letzte Schluck Wasser in der Kurve, nur weil ich denke, es ist alles ernst so schlimm, ist genauso ungeistig und falsch wie nur happy, happy. Oder Dankbarkeit auf der einen Seite, aber in all der Dankbarkeit, dass wir alles aus Gottes Hand nehmen dürfen, auch trotzdem Verantwortlichkeit zeigen. Sicher wird mir alles durch Christus geschenkt, ist mir keine Frage. Das will ich auch in keinster Weise bestreiten und trotzdem hat uns der Herr eine gesunde Verantwortlichkeit in die Hand gegeben, wo ich handeln darf und handeln muss, in seinem Namen. Oder Zuversicht. Wir haben Zuversicht. Philipper 1 ist für mich ein Zentralvers, Vers 6, wo es heißt, dass er das angefangene Werk in meinem Leben und auch in deinem Leben vollenden wird. Das ist für mich keine Frage. Das ist geistliche Tatsache. Aber ist das ein Grund, in den Tag reinzuleben und gerade zu machen, was mir vor die Füße kommt, was gerade meinen Empfindungen, meinen Gefühlen entsprechend ist oder wo ich denke, dass es richtig ist, nochmal, auch wenn es manchmal geistig aussieht? Vorsicht ist geboten. Aufpassen. Deshalb mit Ernst das Werk des Herrn achten. Deshalb heißt auch am Anfang dieser Stelle, achtet darauf. Bitte achten wir darauf. Esau erlebte keine Sinnesänderung, keine Umstimmung, kein Rückgängigmachen von dem, was er für einen schweren Schuss in den Ofen gegeben hat. Und da sind wir als Gemeinde mit einbezogen. Und da möchte ich uns gleich einen Vers mit einbeziehen, der hier in Kapitel 12, Vers 23 steht. Ich zitiere ihn nach der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus und so weiter und dem Mitterkommen. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder gezählt. Das heißt, so wie Esau der Erstgeborene war, sind auch wir Erstgeborene. Und dementsprechend sollten wir auch als Erstgeborene uns verhalten und leben. Das ist eine ganz einfache Mathematik, die uns hier der Hebräerbrief ganz, ganz, ganz warm ans Herz legen möchte. Es geht darum, dass wir auch unsere Sonderstellung verstehen als Gemeinde Jesu. Es soll uns klar sein, was für einen Reichtum wir eigentlich haben, aus dem wir schöpfen dürfen. Wir haben solch einen Reichtum und wir lassen ihn leider manchmal liegen. Und der Ansprechpartner für diesen Reichtum ist Christus. Nummer drei Dinge, die dazu wichtig sind, einfach mal wahrzunehmen. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Kolosser 1, eindeutig, er ist der Erstgeborene unter allen, die auferstanden sind. Der Erstgeborene unter den Toten, wie es 1. Korinther 15 sagt. Und er ist der Erstgeborene unter den Brüdern. Das heißt, er ist der Erstgeborene, der uns auch zu Erstgeborenen macht. In Jakobus 1 heißt es, Vers 18b, wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Hier wird sogar die Mehrzahl genannt, wenn man es genau vom Grundtext sehen überträgt und übersetzt. Was heißt das, wenn hier die Mehrzahl benutzt wird, dass die Segnungen unterteilt werden? Das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern in vielschichtiger Weise wird diese Segnung, dieses Erstgeburtsrecht auch uns mitgeteilt. Segen in mehrfacher Form. Und diese Dinge wollen wir uns mal anschauen. Und fangen an mit dem ersten Punkt, Vorzüge der Erstgeburt. Was zeichnet eigentlich die Erstgeburt aus? Und da müssen wir ins Alte Testament gehen. Wir merken die Verschmelzung zwischen Altem und Neuem Testament. Ich kann die Dinge nicht trennen. Die gehören ganz eng zusammen. Und da können wir uns drei Dinge merken, die für das Erstgeburtsrecht erwähnt werden im Alten Testament und die wir nahtlos ins Neue Testament übertragen können. Ohne irgendwelche Abstriche. Was heißt Erstgeburtsrecht? Erstens, oder Unterpunkt A, das ist eine Führungsposition. Was wichtig ist, auch B, ist mit Großzügigkeit verbunden. Das heißt, jemand gibt etwas ab, kann gut abgeben. Das ist ein Synonym für Erstgeburt. Und C, ein Synonym für Überfluss. Dafür steht Erstgeburt.
Schauen wir uns die Einzelheiten mal an, was uns da vermittelt wird. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, oder Punkt A, die Führungsposition. Da gibt es in 1. Mose 27 diese Standardstelle, die uns zeigt, und da geht es dann schon um Esau und Jakob und die beiden, was eigentlich Erstgeburtsrecht heißt, die Führung zu haben. Esau hatte sie, aber er hat sie verkauft. Für ein Linsengericht. Egal für was, nochmal, egal für was. Auch wenn wir jetzt nochmal die Hände im Kopf zusammenschlagen, wie kann man für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkaufen, dann ist es bei uns was anderes, eine andere Gefahr, völlig andere. Hier heißt es, Isaac antwortete, als eben der Esau darum rang, dieses Erstgeburtsrecht wieder zu bekommen, den Segen zu bekommen, ich habe Jakob zum Herrscher über dich gemacht, alle seine Brüder sollen seine Diener sein. Klare Aussage. Führungsposition auf höchstem Niveau. Hier geht es um Herrscherwürde, um Vorsitz. Ich bin der Vorsitzende. Das ging sogar so weit damals im Alten Testament, das kann man nachlesen, dass sie als Vorsitzende auch vorne am Tischanfang saßen und damit zum Ausdruck brachten, wir sind die Vorsitzende, wir sind die Führer. Das eine ist B, das nächste, die Großzügigkeit, den anderen im Blick haben. Dazu möchte ich uns eine Stelle aus dem 2. Buch Mose lesen. 2. Mose 4, Vers 22, da heißt es von dem Volk Israel, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel, und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mit mir diene. Er ist ein Sohn, der erstgeborene Sohn Israel, und dieses Volk soll zum Segen werden für andere. Das können wir hier als Folgestelle lesen, nachlesen, in 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Da heißt es, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Sie sollten den Vorsitz übernehmen. Sie sollten ein Vorbild sein auf den lebendigen Gott. Sie sollten werben dafür. Das Wunderbare ist ja, dass wenn man jetzt Sacharja 8 dazu nimmt, dass diese Tatsache einmal geschehen wird. Israel wird zum Segen für andere Völker. An einen Rockzipfel eines Juden werden sich 10 Heiden hängen. So ein Segen geht von diesem Volk aus. Großzügigkeit, sie geben. Und jetzt hier gleich die Parallele zu uns, 1. Petrus 2, Vers 9, ich glaube, ihr kennt die Stelle, dass wir ein heiliges Priestertum sind vor Gott. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind die geistlichen Nachkommen, die neutestamentlichen Erstgeborenen, die Gott zu Priestern und zu Königen gemacht hat. Bitte nehmt das mit. Und damit haben wir, das ist ein ganz wichtiger Punkt für später noch, eine Aufgabe. Als Priester sind wir für andere da. So wie Israel als Priestervolk, als erstgeborenes Volk für andere Völker da sein sollte, nicht zum Selbstzweck. Nicht um sich ins Wohnzimmer zu setzen und sagen, jawohl, toll, ich bin das Volk Israel, wir sind die Stars aller Stars, wir sind die Ersten, wir haben Goldmedaillen, haben wir gerade gehört. Und das war's dann, um zum Segen zu sein für andere. Der dritte Punkt, Überfluss. Sie haben mehr als andere. In 5. Mose 21 wird uns das hier beschrieben, dass die Erstgeborenen einen besonderen Segen bekamen, eben Überfluss hatten. Ich zitiere nur Vers 17, ich glaube gleich warum. Er muss seinen ältesten Sohn, den er zuerst zeugte und dem das Recht des Erstgeborenen zusteht, anerkennen und ihm den doppelten Anteil seines Besitzes vererben. Das war Vorgabe Gottes. Ihr könnt gerne die Verse 15 und 16 noch zu Hause lesen. Es wäre mal interessant, dass ihr das macht, einfach das mal nachzulesen, nochmal zu reflektieren. Ich will es in Kurzform sagen, um was geht's da? Da ging es darum, dass auch in Israel folgendes Problem bestand zur damaligen Zeit, dass manche Männer eine Frau, eine Nebenfrau oder sogar noch mehrere Nebenfrauen hatten. Ich denke da an Lea und Rahel, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Und
dann war eine von diesen Frauen eine Lieblingsfrau. Und dann war natürlich man geneigt, den erstgeborenen Sohn dieser Lieblingsfrau als Haupterben zu nehmen. Und da sagt Gott, es geht nicht, lieber Freund. Du wirst den erstgeborenen Sohn, auch wenn es nicht deine Lieblingsfrau war, als die diesen Sohn dir geboren hat, als den Haupterben einsetzen. Er ist der Erstgeborene und bleibt es auch, und der bekommt diesen doppelten Segen, fertig. Das war bei Lea und Rahel der Fall. Rahel, die ja lange auf Nachwuchs gewartet hat und sie mit ihrem Mann darunter gelitten haben. Lea hatte schon viele Söhne, unter anderem auch den Ruben, der Erstgeborene wurde. Und aufgrund dieser Tatsache war klar, dieser Ruben ist der Erstgeborene. Fertig, das ist so. Auch wenn es jetzt bei ihm anders wurde, komme ich jetzt gleich darauf zu sprechen. Aber das war das Recht, das Erbrecht, das klar geregelt war. Erstgeborene haben ein doppeltes Erbe, haben mehr als andere, haben eben Überfluss. Das war von Gottes Seite in 5. Mose ganz klar vorgegeben, da gab es kein Wenn und Aber. Erstgeborene haben doppelten Anteil. Bei Esau war es nicht so, er hat diesen Erstgeburtssegen verpeilt, und aus diesem Grunde wurde es anders. Auch bei Ruben übrigens, nur als kleine Information, auch da wäre es für euch mal interessant, den Sonntagnachmittag zu nutzen, darüber mal nachzudenken. Ich werde so zwischendurch mal ein paar Bibelstellen einfach nur zitieren, nennen, dass ihr da nachlesen könnt, was da wohl steht. Denn Ruben hat auch sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Dieses Erstgeburtsrecht wurde aufgeteilt. Den doppelten Anteil bekamen Josefs Söhne, Ephraim und Manasse. In 1. Chroniker 5 wird das beschrieben. Oder das Priestertum hat er auch nicht behalten. Das hat Levi bekommen. Und die Führungsaufgabe, die Führungsposition hat er auch verloren. Die bekam ein Juda. Und jetzt wäre es mal eine Hausaufgabe für euch, herauszufinden, warum das wohl so der Fall war. Nehmt es mal mit nach Hause als Aufgabe, ich verrate es nicht. Ihr könnt mal gucken, dass, was ist der Grund, warum dieser Ruben auf einmal dieses Erstgeburtsrecht verwirkt hat und ein anderer eingesetzt wurden, eben die Söhne des Josefs, eben der Juda oder eben Levi und damit die Priesterschaft auch. Als Abschluss zu diesem Gesamtthema, wie der Erstgeburtssegen aussieht, noch ein kleiner Hinweis. Gerade aus Hebräer 11, Vers 20, weil ich da die Frage da, wie sieht es da mit dem Esau aus? Ich will nur noch dazu erwähnen, dass nach Hebräer 11, Vers 20 auch ein Esau trotzdem noch einen Segen bekommen hat. Ja? Nur als Information. Da heißt es, durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Kinder den Jakob und den Esau. Ihr könnt das in 1. Mose 27 nachlesen noch. Also er ist nicht segenslos gewesen, nur eben diesen speziellen Erstgeburtssegen hatte er nicht. Das ist das, der eigentliche Punkt. Ja? Er wurde trotzdem gesegnet. Und jetzt kommen wir zur Gemeinde. Wir als Gemeinde, ich gehe noch einen Schritt weiter, leben in einer Goldgrube des Erstgeburtsrechts, und ich behaupte, dass wir oft diesen Segen, diese Goldgrube brachlegen lassen, anstatt sie zu schöpfen, herauszuschöpfen, was aus dieser Goldgrube rauszuholen ist. Wenn ich nur Epheser 1, Vers 3 lese und sehe, wie der Herr uns seinen Segen in Christus gibt, die gesamte Fülle der Gottheit. Wir haben Epheser 3 gehört, diese Textlesung. Einen vollkommenen Segen hat uns Gott bereit gehalten und hält ihn uns bereit, eben diesen Erstgeburtssegen, und wir lassen diesen Segen einfach liegen. Wie schade, dass das so ist. Und ich wünsche uns, dass wir hier lernen, das auch ganz persönlich für uns in Anspruch zu nehmen, so wie es Offenbarung 1, Vers 6 sagt, er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Wir dürfen ihm dienen. Und daraus resultieren eben dieses Vorrecht, das uns Gott gibt.
Wie sieht denn dieses Vorrecht aus? Wir dürfen als Stichworte opfern, geben, damit verbunden. Wir dürfen beten, wir dürfen bekennen und wir dürfen segnen. Kurze Skizzen dazu. Opfern hängt mit Hingabe zusammen, hängt mit Hilfsbereitschaft zusammen, hängt mit Liebestätigkeit zusammen. Das ist Nachfolge Jesu. Das ist Priesterschaft. Das ist Priesterdienst, zu dem uns Gott berufen hat, zu dem uns Gott eingeladen hat, das zu tun. Das ist Nachfolge im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu und machen nicht das, was er getan hat, was er uns vorgelebt hat, er hat gedient, dann können wir nicht dienen. Dann sind wir keine Nachfolger, ganz einfach. Das nachmachen, was Jesus uns vorgelebt hat, sicherlich mit all den Begrenzungen, keine Frage. Aber wir dürfen geben, wir dürfen loslassen, wir dürfen das geben, was uns vorgegeben wurde. Was für ein Geschenk. Ich komme zu einem zweiten Punkt, dem Thema Gebet. Die innerste Mitte des geistlichen Lebens. Gebet heißt für mich auch, das, was wir an Unheiligkeiten bei anderen Menschen wahrnehmen und sehen, heilig zu behandeln, das ist für mich Gebet. Was mache ich damit? Schwätze ich darüber mit anderen? Eine Variante, die sehr oft benutzt wird. Ja? Was wird nicht alles geredet über andere? Ich bitte uns von Herzen, das, was unheilig in unserem Umfeld ist, behandelt es heilig. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich denke, dass wir hier lernen dürfen, diese Segenströme des Gebetes wahrzunehmen, zu leben. Wir haben nichts Besseres zu bringen, als für andere zu beten, auch für uns. Einen Gedanken dazu, den ich einfach nochmal in den Raum stellen möchte, der heißt, Sünden werden nicht ins Lager gebracht, das heißt, in die breite Masse, so als Gerede drumherum, sondern ins Heiligtum. Was machst du mit den Dingen, die du innerlich hörst und mitbekommst, die auch nochmal unheilig sind? Was machst du mit den Dingen? Bringst du sie ins Heiligtum zu ihm, zum Herrn? Sagst, Herr, du siehst das? Oder mache ich es zu einem Tratsch? Auch in der Gemeinde gibt es auch Tratsch. Das ist nicht das Ziel Gottes. Gebet ist Transformation, ist Umschaltstation, die den himmlischen Strom aus den himmlischen Regionen, aus der himmlischen Zentrale in unser Leben reinbringt. Das müsst ihr euch überlegen. Da gibt es geistliche Stromschläge, die ein neues Leben machen. Und wir nutzen das Gebet oft viel zu wenig. Das nächste, bekennen. Epheser 6, Vers 15, eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Wer Beter ist, ist auch Bote. Das wird uns in vielen Stellen der Schrift genannt. Wer mitschreiben möchte, Malachi 2, Vers 7. Ich will sie nicht zitieren, um der Zeit willen, sondern nur noch 1. Korinther 9, Vers 16. Da heißt es, denn wenn ich die gute Botschaft Gottes verkünde, ist das für mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun und es würde mir schlecht ergehen, wenn ich es unterließe. Das ist Aufgabe der Mission, das ist Aufgabe, Menschen zu Christus zu führen, ihnen Mut zu machen, diesen Weg mit ihm zu gehen. Da merken wir, Gemeinde ist auch Wortgemeinde. Gemeinde, die vom Wort und durchs Wort lebt. Gemeinde, die sich aus dem Wort Gottes nähert. Gemeinde, die gestärkt wird durchs Wort Gottes. Und Gemeinde, die sich nach diesem Wort Gottes richtet. Und das ist kein Opfer zu groß. Ich bin sogar überzeugt, dass wir nicht von Opfer reden sollten, sondern von einem Vorrecht, ihm nachfolgen zu dürfen. Ich möchte ein Zitat weitergeben von David Livingstone. Der Mann sollte mal einen Vortrag, oder hat einen Vortrag gehalten vor einer großen Schar von Studenten und er hat Folgendes zitiert, als es darum ging, warum er in Afrika da rummacht und was besonders das wäre, dass er dann Afrika-Missionar ist und so weiter. Und dann hat er Folgendes darauf gesagt, ich zitiere wörtlich,
Ich für meinen Teil habe nie aufgehört, mich zu freuen, dass mir Gott diesen Dienst anvertraut hat. Also kein Opfer, sondern Vorrecht. Man spricht so viel von den Opfer, das ich gebracht habe, indem ich Afrika mein Leben weihte. Aber kann man das überhaupt Opfer nennen, wenn wir ein klein wenig von dem an Gott zurückgeben, was wir ihm schulden? Ist das Opfer? Frage. Unsere Schuld ist so groß, dass wir sie nie begleichen können. Deshalb ist es Vorrecht, dass wir ihm dienen dürfen und nicht Opfer. Lasst uns diese Segnungen als letztes mitnehmen. Wir sind zum Segnen berufen. Wir haben nicht nur eine besondere Stellung, sondern auch eine besondere Anstellung. Wir haben nicht nur eine Würde, sondern auch einen Auftrag. Wir dürfen zwei Dinge, und wir müssen uns dafür entscheiden, wollen wir auftreten oder abtreten? Eins von beiden, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Das ist unsere Einstellung zu der Sache des Herrn. Wollen wir auftreten um Jesu Willen? Ich wünsche es uns, dass das Beispiel des Esaus uns eine Herausforderung ist, zu sagen, Herr Jesus, hier sind meine beiden Hände, gebrauche du mich in deinem Dienst. Gott segne uns auf diesem Weg. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns einlädst, für dich da zu sein. Dass du uns einlädst, dir ein Opfer zu bringen in der Kampfbahn des Glaubens. Danke dafür, dass du uns dabei hilfst und dass wir uns mit der richtigen Einstellung dazu auch die Freude schenken lassen, das als Vorrecht zu sehen und nicht als Opfer, als Last, als Ballast. Amen.